Okay. Dann habe ich noch Peso T-Shirt. Peso T-Shirt auch noch? Aus der neuen Kollektion. Mein lieber T-Shirt. Von Balenciaga weiß ich echt nicht, wie viel, ja? Balenciaga T-Shirt, Moncler, Winterjacke. Jo Leute, was geht ab? Ich bin's Leon. Willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute drehen wir wie immer, wie viel das dann Outfit wert in der Hamburger Innenstadt. Und ja, wir nähern uns dem Winter. Das heißt, die Leute haben immer mehr Klamotten an. Ich bin gespannt, was für Klamotten sie haben, was aktuell im Trend ist. Und dann würde ich sagen, starten wir mit dem Video. Bis gleich. Wie heißt du? Leo. Leo, was geht ab heute? Also, ein bisschen rumgucken, ein bisschen mit Familie. Wir sind mit Familie unterwegs in Hamburg, ne? Ja. Okay, easy. Lass mal bei deinen Schuhen anfangen. Was haben wir da? Air Force, 100 Euro. 100 Euro. Wo kriegt man die her? Hab die bei Snipes gekauft, aber sind ja schnell ausverkauft und so. Echt? Die sind schnell ausverkauft? Ja, überall. Aber das ist ein Basic-Modell, ne? Ja, ganz normal. Ja, die laufen immer gut, ne? Ja. Okay, was haben wir noch? Hose? Von H&M, 30 Euro. 30, so eine Cargo-Hose, ne? Ja. Ganz entspannt. Was haben wir noch? Pullover? Von Peso. Peso-Pullover? Ja. Neue Kollektion, oder was? 90 Euro. 90 Euro. Oh, der ist... Strasssteine hat man hier drauf? Ja. Ganz gefährlich beim Waschen, ne? Ja. Meinst du, die gehen ab, oder? Ich glaube nicht, also ich glaube, hält gut. Peso ist ja eine gute Qualität, muss ich schon sagen, ne? Darf man aufpassen? Ja. Aber ich glaube, die werden dranbleiben, ne? Ja. Wenn nicht, zurückschicken, 9 bekommen, ne? Ja. Okay. Dann habe ich noch Peso T-Shirt. Peso T-Shirt auch noch? Aus der neuen Kollektion. Mein Lieber. Oh, neue Kollektion, was zahlt man dafür? Ich glaube 50 mit Versand. 50? Oder 55. War es schwer, das T-Shirt zu bekommen? Nee, ging eigentlich. Also ging. War ganz einfach. Hab schon öfters da bestellt, ja. Ja, okay. Okay, nice. Was haben wir noch? Cappy ist auch von Peso. Sag mal, Peso hier, komplett Peso fast, ne? Ja, ich glaube mit Versand 50 ohne 45. Jetzt im Resale die ganzen Sachen, die du anhast, sind die teurer? Ich glaube, also ich habe noch nicht so oft geguckt, weil ich brauche es nicht, also ich muss mir nicht nochmal kaufen. Ja. Aber ich glaube, so ein bisschen gestiegen sind schon. Bisschen gestiegen, ne? Ja, also ich wollte auch noch die braune Hose haben, aber die war zu schnell ausverkauft. Zu schnell ausverkauft, ne? Ja, okay. Aber ja, das war's eigentlich. Okay, das war's. Ja. Leute, Outfitpreis blende ich hier ein. Leo, ein spannendes Outfit, ne? Okay, wie heißt du? Ich heiße Raphael. Raphael, was geht heute ab in Hamburg? Nichts, ein bisschen chillen und hab noch was eingekauft. Alexander McQueen eben gerade. Alexander McQueen, die hast du gerade eben gekauft? Ja, eben gerade hier bei Budapester, ja. Echt? Was hast du bezahlt für die? 425. 425 Euro? Ja, 425. Direkt angezogen, ne? Ja, mein Vater meinte, ich soll direkt anziehen, ja. Ja, okay. Und wie sind die? Bequem, oder? Richtig bequem. Ich habe auch ein bisschen größer geholt, weil für den Preis, ne, muss man ein bisschen größer holen. Da wächst du auch noch rein dann, ja, ne? Ja, normal. Ja, okay, super. Okay, dann Schuhe haben wir schon mal. Jeans, was haben wir da? Jeans, 30 Euro von Zara, ganz chillig. 30 Euro von Zara? Ja. Das Loch? Ja, das war schon da. Aber ich habe das bisschen so größer gemacht. Du hast noch ein bisschen größer gemacht, ja, ne? Ja, ja. Okay, haben wir einen Gürtel? Nee, Gürtel nicht. Kein Gürtel. Aber T-Shirt von Balenciaga weiß ich echt nicht, wie viel, ja? Balenciaga T-Shirt? Ja, weiß ich nicht, wie viel. Ich denke mal so 200 Euro. Denke ich auch, also für Kids so, ne? Ja, normal. Dann das hier habe ich mit Moncler. Das war ein Jogginganzug, aber so auf den, das war ein Z-Preis, so 420. Ich kann das jetzt nicht so einschätzen. 420, das heißt Oberteil, Hose zusammen. Ja, so 200. Das heißt ungefähr 210 Euro. So, ungefähr, ne? Ja. Dann Moncler-Jacke von Alsterhaus, 600 Euro. Hat die auch so einen Comic drin? Ja. Achso, ja, okay. Und hält die gut warm für den Winter? Ja, die hält eigentlich schon gut warm, ja. Eigentlich, ja, oder hält sie gut warm? Die hält gut warm, aber wenn es halt regnet, ist es halt ein bisschen doof, weil man... Die so, ist nicht so regenabweisend. Ja, die ist nicht so regen so fest auf denen, ja. Okay, die saugt sich ein bisschen voll. Ja, ja, genau. Ja, okay, easy. Sonst, was haben wir noch? Socken Champion, 5 Euro oder so, ja. Champion, ja. Socken, 5 Euro. Ja. Haben wir noch was? Nee, ne? Nee, das war's eigentlich für heute, ja. Okay, Leute, Gesamtoutfitpreis blende ich am ein. Ich muss sagen, Raphael, das ist ein teures Outfit. Ja, schon, ne? Wie machst du das? Also mein Vater ist damit einverstanden, meine Mutter eigentlich auch, aber so, ich spare halt mein Geld und dann kann ich mir das halt kaufen, ne? Okay, und die geben auch mal ein bisschen Kohle dazu, ne? Ja, manchmal, ja. Okay, Sigung, dann vielen Dank fürs Interview. Ja, darf ich noch jemanden grüßen? Hau raus. Also ich grüße Ernest, meinen Cousin Achille und meinen Bruder Nico. Wie heißt du? Mein Name ist Emre. Emre, was geht ab heute? Ja, nicht viel, einfach mal ein bisschen durch Hamburg City laufen, ja, mit einem Kumpel, nachher vielleicht zur Aspria, ein bisschen sauen.
Ein bisschen Wellness machen, ein bisschen Wellness, auf Chiller, ne? Bisschen Sauna, ja. Ja, okay, entspannt. Ich muss sagen, Emre, cooles Outfit. Danke. Lass mal ein bisschen näher drauf eingehen. Ich bin auch immer gespannt, was die Leute jetzt so für Winterjacken haben, ne? Mhm. Kommen wir auf jeden Fall gleich zu. Lass mal bei den Schuhen anfangen, was haben wir da? Das sind die Nike Tectonics, glaube ich, heißen. Ja. Ich weiß nicht, ich habe nicht so richtig auf den Namen geguckt. Ich habe eher auf ein Modell geguckt, beziehungsweise wie das aussieht. Die habe ich für 70 geholt. 70 Euro? Ja. Wo kriegt man die her? Die hatte ich bei Snipes geholt. Bei Snipes, ja. Ja, genau. Okay, und sagen wir Socken und Boxershorts auch mit? Ja, Socken kann man machen. Okay, ja, Socken sind halt Puma-Socken. Puma. Standard 5 Euro, Dreierpack. Normal. Wie man es kennt. Puma Best habe ich auch immer. Puma. Ist auch für Winter ganz gut. Ja, ja. Hält auch richtig schön warm. Ja, entspannt. Ja, Hose ist von 85. Habe ich für 30 Euro, 35, zwischen 30, 40 Euro. Das ist ein guter Preis für eine Jeans. Ja, auf jeden Fall. Ich hab auch drei Hosen mir direkt gekauft, weil ich habe halt für die Zeit ein paar Hosen gebraucht. Wie sind die von der Qualität? Ich muss sagen, die sind ganz gut. Nur eine Sache, was mich stört, wenn du die Hosen anziehst, dass leider dein Fuß genau an der Stelle reingeht. Achso, und dann reißt du das reißen immer die auf. Immer auf. Aber das stört mich halt eher weniger. Das sieht normal. Halt auch an sich ganz gut aus. Ja. Okay, kommen wir mal. Ja, Gürtel ist ganz normal Standardgürtel aus der Türkei. Meine Mutter hat es gekauft. Okay. Sagen wir mal so. Boxershort habe ich Calvin Klein. Calvin Klein auf Chiller. Auf ihn. 30 Euro. Ja. Also eine kostet dann 10. Kann man so sagen. Es war halt ein Dreierpack. Normal. T-Shirt hatte ich eigentlich geschenkt bekommen. Aber würde ich auch eher auf 30 Hugo Euro Boss schätzen. Hugo Boss T-Shirt, ja. Kommt 30 hin. Bis 40 Euro schätzen. Jetzt zu deiner Jacke, Digga. Zu der Jacke. Ich weiß den Preis leider nicht, weil ich mit meinen Kollegen quasi getauscht habe. Wir haben uns ging, wie soll ich sagen, ich leihe seine Sachen aus, er leiht meine Sachen aus. Aber ich würde sie eher auf 600 bis 700 schätzen. 600, 700. Zeig mal nochmal in die Kamera. Hier, ja. Moncler Winterjacke. Ja, ich glaube, die kostet so zwischen 600 und 800 Euro. Hält die gut warm für den Winter? Super warm. Kann man machen. Also wirklich, ich sag euch ganz ehrlich, wenn du da drunter ein T-Shirt ranziehst und noch ein Pullover, dann ist die echt schon zu warm. Zu warm, ne? Ja, also ein T-Shirt reicht vollkommen aus. Und vor allem ist es schön, stretchig. Ja. Passt einfach. Okay, easy going. Ja. Was haben wir noch? Uhr? Eine Fossiluhr habe ich auch geschenkt bekommen von meinem Cousin. Fossiluhr, ja. Den Preis weiß ich leider nicht, aber das würde ich auch zwischen 200 und 300 schätzen. 200. Ungefähr so. Da, wo der Preis hin. Auch bei Fossil liegt. Und ja, eigentlich das war es für mein Outfit. Ja, okay, Leute, Gesamtoutfitpreis bin ich einmal ein. Ja. Ein spannendes Outfit, Digga. Danke, Mann. Danke. Wie machst du das, wenn es jetzt regnet oder schneit? Hast du da auch eine Kapuze bei der Jacke? Ja, das habe ich auch dabei. Aber nur, ich habe die jetzt nicht angezogen. Hast du abgemacht? Die kann man aber separat ranmachen und wieder abmachen. Normal. Nur jetzt in dieser Zeit zwischen Herbst und Frühling, sagen wir mal so, da zieht man halt keine Kapuzen an. Dann passt das ja an sich. Okay, easy going. Okay, Emre, vielen Dank fürs Interview. Ja, kein Problem. Nimm gern. Möchtest du noch irgendwas in die Kamera sagen? Jemand grüßt Instagram. Also grüßen tue ich meine Freunde. Und Instagram heiße ich emser_e_m_s_a. Ich habe viele Unterstriche. Fein in die Videobeschreibung. Ja, passt auf jeden Fall. Perfekt. So Leute, das war's auf jeden Fall mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir mal einen Daumen nach oben da. Ich würde mich freuen. Wenn ihr mehr Videos sehen wollt, lasst ein Abo da. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Video. Peace.